Anwesende, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist David Borlack. Wenn Sie nun fragen, was ich mit Soshana zu tun habe, ich bin eines von vier Kindern des Galeristen und Kunsthändlers Max Borlack. Ich betone diese beiden Berufsbezeichnungen, da unser Vater nicht nur mit Kunst gehandelt hat, nein, seine Galerie war auch eine Fundgrube und Schatzkammer, die gar nicht dem zylinderischen Mainstream entsprach. Mit einem bunten Haufen von Kunstwerken einer breiten Qualitäts- und Wertskala. Ebenso bunt waren die Künstlerinnen und Künstler wie auch das Spektrum der Klientel. Max Borlack hat viele bis anhin unbekannte Künstlerinnen und Künstler gefördert, deren Talent oder Potenzial er erkannt hatte. Darunter auch Soshana im Jahr 1953. Ich selber habe Soshana als kleiner Junge kennengelernt. In meiner Erinnerung war das Bild einer etwas eigenartigen Frau mit ausdrucksvollen dunklen Augen auf. Ich fragte mich, ob sie traurig sei. Ihre Stimme hat einen merkwürdigen, schleppenden Klang, den ihr auffiel. Soshana taucht im Laufe der Jahre immer wieder auf. Mein persönlicher Kontakt zu ihr war marginal. Soshana wurde am 1. September 1927 in Wien geboren. Ihr bürgerlicher Name war Susanne Schüler. 1938 Anschluss Österreichs an Deutschland. Soshana verlässt Wien mit ihren Eltern und dem Bruder. Kurzer Aufenthalt in der Schweiz und in Paris. Dann 1939 Umzug nach England. 1940 Mal- und Zeichenkurse. Ausbildung in der Modezeichnung. Das Bombardement Londons hat sie miterlebt und hat eine Bilderserie des Blitzkrieges gemalt. 1941 Emigration nach Amerika. Besuch der Washington Irving High School in New York. Dort lernte sie unter der Anleitung von Bass Afroim zu malen. 1944, im Alter von 17 Jahren, reiste sie mit diesem Bass Afroim durch Amerika. Bass Afroim war 33 Jahre älter als sie, also 50 Jahre alt, sie 17. In dieser Zeit machte sie Porträts von Schriftstellern, Musikern, Staatsmännern und Wissenschaftlern wie Thomas Mann, Arnold Schönberg, Leon Feuchtwanger, Franz Werfel, Otto Klemperer, Bruno Walter, Hans Eisler und vieler Delegierter bei der Eröffnung der UNO in San Francisco. 1945 heiratete sie dann diesen Maler Benz Afroim in Chicago. 1946 kam ihr Sohn Amos in New York zurück. 1948 hatte sie ihre erste große Ausstellung im Circolo de Bellas Artes in Havanna. Susanne Afroim stellt von nun an unter dem Künstlernamen Soshana aus. Soshana, das hebräische Soshana, was Rose bedeutet. 1949 verließen die Afroims Amerika. Da kamen Aufenthalte in Holland, Österreich, England, Polen, der Tschechoslowakei und Israel. 1950 ließen sich Bass und Soshana scheiden. 1951 Studium an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. 1952 Studium an der Akademie der Ringenden Künste in Wien. Wie haben sich Max Borlack und Soshana eigentlich kennengelernt? Zuerst ein kleiner Blick zurück. Mitte der 50er Jahre war Soshana gerade mal Mitte 20, die Mutter eines kleinen Sohnes, Amos. Sie hatte einen Neubeginn in Paris angefangen, voll großer Ambitionen. Sie wollte eine große Künstlerin werden und die Welt bereisen. Sie hatte ein Talent, sich durchzukämpfen, ein Talent auf Menschen zuzugeben, eine unbändige Neugier auf die Welt. Sie bereiste die ganze Welt, Asien, Afrika, Südamerika, Osteuropa. Soshana war und ist eine internationale Künstlerin, die auf ihren Reisen unzählige Bekanntschaften mit großen Persönlichkeiten machte. Wie zum Beispiel den Schriftsteller Graham Greene, den sie auf einem Gebirgspass im Himalaya kennenlernte. Den späteren indischen Premierminister Nehru oder den Wissenschaftler Albert Schweitzer, den sie in Lambarene in Afrika besuchte.
Die Liste ihrer Bekanntschaften und Freundschaften ist sich wie ein Lexikon der Kunst. Marcuse, Gauguin, Giacometti, Kubka, Zadkine, Bazin, Max Ernst, Yves Klein, Jean-Paul Sartre und viele mehr. Aber berühmte Menschen zu kennen, füllte den Magen nicht. Shoshana war kein It-Girl, also das Groupie bezeichnen würde, das sich im Lichte von Berühmtheiten sah. Shoshana war eine eigenständig starke Künstlerin, die auch ihren Lebensunterhalt durch Malerei verdienen musste. Nun stellt sie sich eine junge Dame in den 50ern vor, Mitte 20, allein in Paris, voller Träume und Ambitionen, in einer von machistischen Männern dominierten Künstlerszene, der Frauen prinzipiell als schönes Beiwerk halten. Gerne auch intelligent, aber nicht so sehr. Sie müssen bedenken, auch wenn es Paris war, es waren die 50er Jahre. Denken Sie an Künstlerpersönlichkeiten wie Picasso, ihre Geliebten wie Unterwäsche wechselten. Picasso machte Shoshana übrigens auch ein unmoralisches Angebot, das sie jedoch dankend ablehnte. Aus dem Grunde, unabhängig bleiben zu wollen und sich nicht unter den Scheffel eines großen Künstler-Egos zu stellen. Diese Unabhängigkeit wurde dadurch möglich, dass es Menschen gab, die Shoshanas Kunst wertschätzten. Menschen wie mein Vater. Dieser erkannte das Talent der damals noch blutjungen Shoshana, sie war 26. Sie hat es übrigens sehr geschätzt, dass der große Charmeur und begnadete Flirter sie übergedrängt hat. Er förderte Shoshana von Anfang an, seit Mitte der 50er Jahre bis zum Schluss, bis zu seinem Tod. Er stellte sie aber nicht einfach nur in seiner Galerie aus, er kaufte viele ihrer Bilder. Heute besitzt unsere Familie eine große Shoshana-Sammlung von über 200 Bildern. Es freut uns, dass ein Teil dieser Sammlung in Zürich zu sehen ist. Dies ist ein ganz spezieller Abend, da Shoshanas Sohn Amos Schüler zu gehen ist. Der dafür sorgt, dass ihre Geschichte und ihr Werk fortgeht. Der ihre Tagebücher hat transkribieren lassen, die von unseren heutigen Künstlerinnen weiterverarbeitet werden. So entstand die szenische Lesung Shoshana, eine Wienerin in Paris. Ein Monat aus Shoshanas Tagebuch, die hier und heute erstmal in Zürich aufgeführt wird. Und jetzt möchte ich spontan noch etwas dazufügen, was ich nicht wusste. Ich habe mich vorhin mit Amos unterhalten. Shoshana ist 88 Jahre alt, sie ist im Altersheim, sie ist im Rollstuhl, sie hat einen Schlaganfall vor ein paar Jahren und sie sieht nichts mehr. Sie hat eine Makuladegeneration, aber sie malt. Sie malt und sie malt für mich noch intensiver als zuvor. Und zwar ist es so, hat er mir erzählt, dass sie sitzt in ihrem Rollstuhl und da sind Farben da und sie hat immer ihre Bilder auch schon mal im Kopf gehabt, bevor sie sie gemalt hat. Und dann fragt man so schön, möchtest du blau? Und dann sagt sie zum Beispiel blau-rot, nein, nicht. Und dann malt sie Bilder, die sie so im Kopf gemacht hat. Und ich muss sagen, diese Bilder sind phänomenal und sie sprechen auch besonders junge Menschen an. Also es gibt, wenn man diese Bilder sieht, ich habe sie noch nie live gesehen, aber wenn man die Bilder sieht, die sind von einer unheimlichen Vitalität und Jugendlichkeit. Also das noch als ein kleiner Zusatz. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Shoshana, eine Wienerin in Paris. Ein Monat aus Shoshanas Tagebüchern. Musik.
Bombennacht in London 1941. Standing on the roof in London, watching the busy people. Ich wusste, sie sind in Eile, die Nacht war nahe und sie mussten ihr Nachtquartier vorbereiten im Luftschutzkeller. Gegenüber von unserem Haus war kein Haus mehr, es war ein aufgerissenes Heim, einzig eine Mauer und eine lange Treppe, die übrig blieben. Ich konnte eine weiße Badewanne sehen, die an der Mauer herunterhing, an langen Rohren. Sie war aufgerissen und das Wasser tropfte heraus wie ein blutender Körper. In unserem Haus gab es auch kein Wasser, keinen Strom, wie am Land, nur nicht so ruhig. In der Zwischenzeit war es ganz finster und bedrückend. Suchscheinwerfer wurden eingestellt, hunderte davon. Sie tanzten wie Sonnenstrahlen, die direkt in die schwarze Nacht hineinstrahlten. Es war faszinierend. Ich stand still und sah zu. Ich war schon vorbereitet, in den Luftschutzkeller zu gehen. Ein Bündel von Decken, angezogen in einem blauen Pyjama mit warmen Gummistiefeln und warmen Pullovern darunter, um auch suchend und wartend wie diese langen Lichtstrahlen. Und dann, ganz plötzlich, sah ich es mit meinen eigenen Augen. Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren und ich konnte es riechen und fühlen. Das Dröhnen von hunderten deutschen Bombern, die leicht und schnell über die Stadt flogen. Hunderttausende mörderische Bomber, die schnell auf die Stadt fielen. Sofort waren gelbe und rote Flammen zu sehen, die überall herumbrannten. Der dunkle, schwarze Himmel war plötzlich ganz hell, so rot und so böse dreinschauend, nicht wie das Abendrot, das du kennst. Ich fühlte die Erde unter meinen Füßen beben, als die Häuser wackelten und unter meinen Augen zerfielen. Das schrille Gepfeife der Bomben, die schnell durch die Luft zu ihrem Ziel flogen. Das Schicksal vieler Leben. Ich hörte die Luftwehrkanonen brüllen in dem naheliegenden Hyde Park. Es war sehr aufregend. Ich stand völlig fixiert, wie im Traum. Ich hatte keine Angst. Plötzlich schrie meine Mutter, Susi, Susi, komm schnell runter, mein Kind, was machst du da? Lange brüllte sie lauthals, ihre Stimme holte mich zurück zur Wirklichkeit, zur Erde. Ja, es war wirklich die Hölle mit all den Flammen und dem Terror, den ich sah. Ich ging schnell die schmale Treppe hinunter zu einem dunklen, schwach beleuchteten Gang, gleich rechts in das erste Zimmer. Meine Mutter stand dort sehr aufgeregt. Es schien, als ob sie einen Nervenzusammenbruch hat. Sie hielt ihre Tränen zurück. Oh, meine arme Mutter. Ich konnte es nicht ertragen, zuzusehen, wie sie leidet. Sorgen, Sorgen, Sorgen Tag und Nacht. Nicht wissen, was passiert. Mein Vater war noch in Frankreich, als die Nazi-Brut das Land überfiel. Er ist aus Österreich und Holland geflüchtet und jetzt kam die Nazi-Brut nach Paris. Sie verfolgten alle Flüchtlinge auf der Straße mit Maschinengewehren und Bomben. Sie töten alle, Frauen, Kinder, alte und junge Männer, flüchten ohne Essen, Trinken, Geld auf offener Straße. Ach, was hat es für einen Sinn, sich zu sorgen? Wir mussten uns beeilen. Häuser, die noch vor einer Stunde standen, existierten nicht mehr. Schnell, wir müssen uns beeilen, sagte meine Mutter. Nimm dein Bündel und gehen wir. Hast du eine Taschenlampe? Oh ja, ich habe eine Taschenlampe, gedimmt, so dass wir nicht aufgehalten werden vom Luftschutzaufseher.
11 Jahre später. Das ist Sochanas erstes Jahr in Paris und ebenso das erste Jahr ihres Tagebuches. Paris, 8. Dezember 1952. Schwer liegen mir am Herzen die Menschen, die mich alle wollen und meine Liebe. Ich bin zu ehrlich und zu tief. Ich liebe Victor. Das schmerzt mich am meisten, ihn heiraten kann ich nicht. Doch so gerne möchte ich mit ihm sein. Und Harry, auf den freue ich mich auch. Ich frage mich, warum alte Männer mein Leben nehmen, mich halten und führen. Von Bays zu Victor, zu Robert und zu Harry. Nur eine Antwort habe ich. Ökonomische Unsicherheit und Kampf und meine Eltern, die mir kein sicheres Gefühl gegeben haben. Die Wärme und die Liebe, die fehlt mir halt. Und so habe ich sie nachgeholt von den alten Männern. Ach, lieber Gott, lass mich glücklich sein. Und Amos. Paris, 9. Dezember 1952. Ausstellung in der Galerie Weil für 2 Wochen im April. Weil mag meine Bilder und ich hoffe, ich werde Erfolg haben. Ich muss eine der führenden Künstler werden. Er hielt einen Anruf von Victor und er telegrafierte, dass er nach Paris kommt. Ich liebe Victor. Heute fühlte ich es wieder. Für mich ist Victor gleich Eric. Harry ist gleich Bass.
Das ist mein Leben und mein Schicksal. Ich glaube an das Schicksal. Dann ging ich nach Hause und malte ein wenig, ging in die Grand Chaumière, Satkin, russisch-französischer Maler, schaute kurz vorbei und sagte, er ist jetzt sehr beschäftigt. Er wird jetzt ein Geschäftsmann, verkauft Schachteln und glaubt, er sollte in ein Kloster gehen und sich dort einsperren. Jetzt habe ich nur 2 Wochen Zeit zu arbeiten, dann bin ich sehr beschäftigt. Victor und Harry kommen am 30. Dezember nach Paris. Was sein wird? Ich fühle und bin nervös und gespannt, dass ich Harry heiraten werde. Robert Stern ist ein Schacherer, glaubt, er kann mit mir machen wie die verkaufte Braut und sogar Geld durch mich verdienen. Manchmal verabscheue ich ihn, genau wie meinen Vater, ein typischer Shylock-Typ. Dann fühle ich, dass sie Geld mehr schätzen als alles andere in der Welt. Sie lieben es mehr als ihre eigene Frau und Kinder und respektieren es als ihren einzigen Gott und ihr einziges Interesse, wie mein Vater. Ich hasse es. Ich habe Angst, dass mein zukünftiger Mann, Harry Frankl, auch so sein könnte. Ich weiß nicht, wieso ich ihn heiraten sollte. Ich liebe ihn nicht. Nur weil mein Vater mich loswerden will und er anscheinend etwas Geld haben soll. Es ist eine verabscheuende Welt. Als ich in Prag war, konnte ich dort nicht bleiben. Ich entschied, mich von Weiss scheiden zu lassen. Aber zuerst gehe ich mit ihm nach Israel, dann gehe ich nach Paris, um hier zu studieren und zu heiraten. Einen Geschäftsmann, mit dem ich reisen kann, weitermalen kann und Amos mit mir sein kann und ein Heim an der Riviera. All dies sagte ich Bays vor 2,5 Jahren in Prag im Hotel AXA. Und Harry scheint die Antwort zu sein. Paris, 10. Dezember 1952. Zuerst ging ich zum israelischen Konsulat, um meine Scheidung zu zertifizieren und dann zur UNESCO. Dort traf ich Kalelka in der Cafeteria, der mir sagte, dass er noch immer in mich verliebt sei. Ich traf auch Dingras und Mr. Sharif aus Pakistan. Der haitische Delegierte wollte ein Date mit mir und ich traf auch einige andere Delegierte. Mr. Mehta möchte nur, dass ich ihm eine Zeichnung gebe, aber sagte nichts vom Kaufen. Dann hörte ich der UNESCO-Tagung zu und all die Delegierten von all den Ländern mit all ihren Titeln stritten sich bloß um Dollars und Cents. Sie kriegen 82 Millionen im Jahr und wollen weitere 4 Millionen. Aber die USA entschied sich für eine Atombombe, die alleine viel mehr Geld kostet. Für Vernichtung ist immer Geld da, aber für Zwecke wie Kultur und Bildung ist keines da. Nur für Propagandazwecke. Es ist alles so furchtbar traurig. Oder man lacht darüber, weil es so unglaublich ist. So ist die Welt heute. Auch sprach ein Delegierter von 200.000 Schwarzen, die überhaupt nicht vertreten waren. Well, dann feierten wir den Jahrestag für elementare Menschenrechte. That's a bad joke. Wenn man alleine an Korea denkt und all die unterdrückten Menschen in der Welt, wenn ich an Spanien denke, Kinder tragen Babys in den Armen und betteln, all diese Armut und der Hunger und das Leid, das in der Welt existiert, nicht zu erwähnen die Kolonien. Oh Gott, warum? Es sind die Wirtschaftsbosse und der Überlebenskampf, das sind die primären Motivationskräfte in dieser Welt. Sogar diese Delegierten wollen bloß einen guten Job und sind die Sklaven mit all ihren Reden für ihre Regierungen, die eigentlich die Interessen von Big Business vertreten. Das sind die wirklichen gigantischen Monster von dieser Welt. Wenn ich zum Beispiel an Mr. Spurt denke, der einen großen Einfluss in Washington D.C. bei den Kongressmännern und Senatoren hat. Er gibt Geld. Ich sehe ihn an. Keine Bildung, hat nicht einmal Highschool fertig gemacht, kein Verständnis von Kunst, hat sich mit seiner Nase in die Serviette geschneuzt und anschließend den Mund während des Mittagessens damit abgewischt. Aber dafür hat er ein russisches Herz. Er ist in Russland geboren. Oh, wie langsam ist der menschliche Fortschritt, wie egoistisch jeder ist, auch ich. Aber wenigstens versuche ich, ehrlich zu sein.
und die Welt zu verstehen. Es macht mich sehr traurig, aber ich bin überzeugt, dass die Zeit ihren Weg in die Geschichte der Menschheit nehmen wird. Die Zukunft gehört dem Kommunismus. Das ist der letzte, der größte, endgültige Kampf für die Menschheit, sich selbst zu befreien, sich zu erheben zu einer großen und realen menschlichen Zivilisation. Ich zweifle, dass die Menschheit sich selbst zerstören wird. Aber das Leid wird groß und furchtbar sein. Ich glaube, dass der Kommunismus die einzige Zukunft für die Welt ist. Aber ich glaube auch an das Schicksal des Individuums und an die historische Entwicklung jeder einzelnen Nation der Welt. Im Unbewusstsein nimmt es seinen Kurs, es anders zu machen. Irgendwie geht die Entwicklung ihren Weg. Sie wird von der wirtschaftlichen Raison angetrieben. Ein Gefühl der Motivation und Selbstexistenz. So geht das Leben weiter. Auch ich bin getrieben und kann nur selbst mich ändern. Ich kann entscheiden und versuchen, das zu machen, was ich will, nach meinen Möglichkeiten. Aber selbst, was ich will, kommt in mir von einer Sehnsucht. Und ich mache, was ich fühle. Ich fühle, ich werde Harry Frankel heiraten, egal ob gut oder schlecht. Ich fühle, dies ist mein Schicksal. Ich werde erfolgreich malen und ich werde reisen, werde die ganze Welt sehen. Ich werde keine weiteren Kinder haben. Ich werde zum Gewissen aufsteigen und gesichert leben bis ins hohe Alter. Amos wird ein tüchtiger Mann werden, ein Ingenieur. Wir werden reisen. Er wird das Leben genießen. Er wird Frauen lieben und von ihnen geliebt sein. Paris, 11. Dezember 1952. Blieb heute Morgen im Bett und denke an die Sängerin aus Israel, die kam, um Geld von mir auszuleihen. Ich habe darüber nachgedacht, wie alle dem Geld nachlaufen, um sich das Leben zu verdienen und dass die UNESCO eigentlich eine Show von Big Business Wall Street ist. Das Beste wird für mich sein, sich mit Harry Frankel zu verheiraten, zu malen, zu reisen und das Leben zu genießen. Ich wäre nicht glücklich, müsste ich immer an einem Ort bleiben. Wenn ich einen Inder heiraten würde und nach Indien ginge, könnte es sein, dass es mir nicht gefällt
und ich unglücklich und strange mich fühlen würde. Es wäre schwierig, wieder wegzugehen. Dass Radhakrishnan, ehemaliger indischer Präsident, selbst, wenn er mich lieben wollte, frei nicht wäre. Das Beste wäre für mich ein Geschäftsmann mit Geld und Kultur und auch das Beste für Amos. Dann wären wir eins und gleich. Und das ist das Beste für ein Paar. Mr. Mehtar und Mr. Sharif erzählten mir, dass Wiener Mädchen, die Inder in hohen Positionen heirateten, nicht glücklich wurden. Einen Arbeiter, einen Bauer, einen Wissenschaftler könnte ich nicht heiraten. Einen Ladenbesitzer oder einen Künstler auch nicht. Einen Regierungsbeamten oder Diplomaten, die sind nicht frei. Ein Arzt kann nicht reisen, so bleibt nur ein Geschäftsmann, der gutes Geld verdient. Nun, es sind immer die gleichen alten Schlussfolgerungen. Well, ich traf einen Journalisten aus Chicago, der mir durch seine Grobheit ein sehr schlechtes Gefühl gegeben hat. Anschließend ging ich ins Café Dome, saß mit anderen Künstlern zusammen. Wir unterhielten uns. Es ist schön, untereinander zu sitzen, alle zu kennen und das Gefühl, einer von den Künstlern von überall aus der Welt zu sein. Kämpfen, malen und nicht wissen, warum und für wen. Nur durch ein inneres Bedürfnis zu malen. Der Astrologe kam wieder und sagte mir wieder meine Zukunft. Sehr gut, sagte er. Ich werde Hari heiraten. Dass ich am 17. Dezember zwei Briefe erhalten werde, gute Nachrichten, und der 30. Dezember wird gut sein. Und im April, Mai werde ich heiraten. Wir werden sehen. Paris, 14. Dezember 1952. Letzte Nacht hat mich Mr. Dinkra sehr miserabel gemacht, weil er alles über mein privates Leben wissen wollte, mit wem ich schlafe, etc. Dann hatten wir ein Gespräch über Ehre, etc. Er selbst ist stets unzufrieden mit sich selbst und miserabel, dass er das auch auf alle anderen überträgt. Ich mache einen großen Fehler, indem ich zugab, dass ich mit jemand anderem schlafe. Ich hätte es niemals zugeben sollen. Ich weiß nicht, warum manche Leute das Leben so kompliziert machen. Es ist ohnehin kompliziert. Ich bin neugierig, was in der Zukunft passieren wird. Anyway, that's life. Ich mag Harry Frankel für seine Einfachheit. Er fragt nicht viel und versteht. Heute schrieb ich nur Briefe, habe gelesen und werde jetzt die Österreicher besuchen. Ich denke, ich bin sehr traurig und alt. Jedenfalls, das Leben ist ein Kampf um Existenz. Paris, 16. Dezember 1952. Ich ging ins Hotel Prince of Wales, um mich mit Mr. Sharif von Pakistan zu verabschieden. Ich mag ihn. Er hat mich wirklich begeistert. Er wollte mich lieben, ich ihn nicht. Anyway, die Welt ist, wie sie ist. Er sagt, er wird im April zurückkommen. Dann ging ich zurück, um zu malen. Das Modell wartete schon auf mich und ich malte. The Wandering Jew, den ganzen Tag. Dann ging ich ins Café de la Paix, um Mr. Stern zu treffen. Danach ins Balkan-Restaurant, wo ich einen jungen Rumänen traf und später noch einen. Beide 31-jährige Studenten. Es war sehr interessant. Wir aßen Baklava zusammen. Ich sah ihre Gesichter an. Ich kannte beide nicht. Aber ich erkannte, dass einer jüdisch ist und der andere nicht, wegen ihres Gesichtsausdruckes. Der Nichtjüdische hatte einen glücklichen, sorgenfreien, einfachen Blick in seinen Augen. Nimmt das Leben, wie es kommt. Wobei der jüdische Junge traurig, voller Gedanken, der nicht das Leben nimmt, wie es kommt, sondern nachdenkt und sich darüber sorgt. Das ist der Unterschied für mich zwischen einem Juden und einem Nichtjuden. Paris, 17. Dezember 1952. Ich malte den ganzen Tag The Wandering Jew. Dann ging ich Mane Katz besuchen und später gingen wir gemeinsam auf eine Chanukka-Party von der israelischen Botschaft, trafen den Konsul und andere Leute dort, tanzte mit vielen Sabras,
Medizinstudenten aus Israel und vielen anderen Künstlern, die ich schon kannte. Ich schaute mir all die Israelis an. Irgendwie war ich froh, dass ich damals nicht in Israel mit Bass blieb. Danach ging ich ins Café Dom und dann nach Hause. Paris, 18. Dezember 1952. Arbeitete am The Wandering Jew, dann kam Mane Katz vorbei mit einem Schriftsteller, um zu sehen, ob man mir helfen kann mit der Ausstellung für den April. Dann arbeitete ich weiter an dem Bild. Dann Robert Stern. Er ist in mich verliebt. Ich erhielt eine kurze Antwort von Sir Radhakrishnan und aß Austern. Dann traf ich Roy Balgano. Wir sprachen über die alten Zeiten in Prag. Seither ist viel geschehen. We shall see what will be. Paris, 19. Dezember 1952. Am Morgen traf ich einen schönen, jungen, indischen Bildhauer, Maler und Jungkommunist mit feurigen Augen. Er sagte, er frequentiert nicht die Leute der Botschaft. Das sind alles Beamte und sehr engstirnig. Besonders nachdem ich ihm erzählte, wie ich angewidert war von Dinkras. Dann ging ich zum indischen Botschafter und nachdem er schon zum Abendessen gegangen war, hinterließ ich das Porträt von Sir Radhakrishnan. Anschließend ging ich zur UNESCO und sagte Mr. Dinkras, dass er mich beleidigt hatte. Dann kam ich zurück, um Mane Katz im Restaurant zu treffen. Er fühlte sich nicht wohl. Wir aßen, trafen einen jungen japanischen Künstler, der dann zu mir als Modell kam. Dann essen und Briefe schreiben. Anschließend ging ich zu Familie Audier, die angeblich Cousins waren. Jedenfalls fühlte es sich gut an, eine reiche Familie in Paris zu haben. Anschließend ging ich ins Café Dom, wo ich alle Künstler traf, die meisten emigrierten. Wir plauderten, auch Marianne und Mane Katz waren dort. Paris, 20. Dezember 1952. Noch kein Brief von Harry. Ich bin wütend, traurig und enttäuscht. Mein Vater rief an und sagte, Amos geht es gut und er ist glücklich. Das ist das Wichtigste für mich. Wir werden sehen, wie das nächste Jahr sein wird. Ich möchte nach Indien fahren. In dieser Welt, wo man Menschen ausbeutet, Schmerz und Leid verursacht bis zum Töten und Morden von Millionen unschuldigen Menschen im Krieg, bleiben keine Gefühle für Liebe und ein bisschen Menschlichkeit übrig. Wenn man niederfällt, wird man noch getreten. Und wenn man wieder aufsteht, wird man gestoßen. So ist das Leben. Die Welt widert mich an. Es ist ein Existenzkampf. Auf der einen Seite nur um zu existieren, auf der anderen Seite, um oben zu bleiben, damit man nicht ins Meer der Unmenschlichkeit geworfen wird. Ich hasse Armut. Es ist schrecklichste Not, wo man alles verliert. Liebe und alle menschlichen Gefühle. Der Kampf für Essen, Unterkunft, Kleidung ist das Dominierende in dem menschlichen Tier. Thank you.
Bhagavad Gita. Verhältnis zwischen Verstand und Seele. Der Mensch, der ständig über Gefühle nachdenkt, wird denen gehörig. Bindung bewirkt Sehnsucht. Von Sehnsucht wächst Wut. Von Wut kommt Täuschung. Von Täuschung kommt Erinnerungsverlust. Von Erinnerungsverlust kommt Diskriminierung. Und von diesem Verlust kommt ultimativ der Zustand, dass man nicht mehr resonieren kann. Nach innen kehren, den Verstand rein und stabil halten, sich abfinden, um durch die Regeln der Natur zu leben, welche dieselben sind wie der göttliche Wille. Desto mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du wirklich weißt. Das ist, was ich immer sagte. Jetzt, da ich es lese, sehe ich viele meiner Ideen in der Bhagavad Gita. Paris, 22. Dezember 1952. Morgens schrieb ich Briefe und Karten an alle im Café du Louvre, wo ich Mr. Stern traf, der mich wieder lieben wollte. Ich erkundigte mich, wann Harry zurückkommt, aber man wusste es nicht. Holte die Übersetzung meiner Scheidung ab. Mr. Stern war nicht sehr nett zu mir. Es gab ein anderes Mädchen, die ich schon zuvor traf. Er sagte, sie sei die Tochter eines englischen Lords. Jedenfalls wollte er mich nicht sofort haben und gab mir das Gefühl, dass man in dieser Welt entweder auf Leute hinaufblicken muss oder auf sie hinab. Und muss sie in einer Art ansprechen, dass sie auf einen aufblicken und einen nicht akzeptieren, wie man ist. Anschließend traf ich noch Mr. Wähler im Café Dom. Ich mag diesen Jungen, sein Gesicht, seine Augen. Ich könnte mich in ihn verlieben, aber er hat kein Geld. Ich sagte es ihm. Er mag mich und sagte, er liebt mich auch. Anyway, das ist die Tragödie des Lebens. Geld, der Existenzkampf, etwas besser zu leben, das hält die Welt am Laufenden. Alle Menschen laufen. Das Motiv. Paris, 24. Dezember 1952. Heute vor 6 Jahren habe ich Amos in New York zur Welt gebracht. Ich habe ihm Leben gegeben und in diese Welt gebracht. Niemals hätte ich gedacht, dass alles so wird, wie es ist, dass ich ihn weggebe zu einer österreichischen Familie, die sich um ihn kümmert und er da aufwächst. Es macht mich traurig und besorgt. Ich möchte ihm Freude geben und alles im Leben. Ich frage mich, ob ich Harry heiraten werde. Jedenfalls, ich habe mich entschlossen, was immer er entscheidet, wird das Beste sein. Ja, ja, nein, nein. Am Morgen ging ich zum indischen Botschafter und fragte, ob ich ihn porträtieren könne. Und er zeigte ihm das Porträt von Sir Radhakrishnan. Ich ging zum israelischen Konsulat, sprach mit Mr. Gil Boré. Er konnte mir keine Neuigkeiten über Harry sagen. Dann Mittagessen im Café du Louvre. Dann ging ich mit Mr. Stern zur Börse. Café Dom, letzter Café und Gespräch. Ich las die Hand von Robert Stern und habe ihm genau gesagt, was in seinem Leben passieren wird. Trotz alledem, was passiert war, fühlte ich einen guten und
ehrlichen Freund, dem ich alles sagen und mein Herz ausschütten kann. Dann Friseur und Maniküre. Danach gehe ich ins Vajra-Essen, beliebt von armen Künstlern wegen des günstigen Essens, mit Lilly Gottfried. Ich war mit ihr in Wien in der Schule, bis ich 8 Jahre alt war. Ich rief Amos an zu seinem Geburtstag. Er fragte, wann ich komme. Ich sagte, bald. Mein Herz zerbrach, als ich das hörte. Ich dachte, wie er so lebt und was er zu essen kriegt und alles. Das machte mich sehr traurig. Was kann ich tun? Weniger egoistisch sein und vielleicht nach Holland mit ihm gehen und mit ihm leben? Wir werden sehen. Dann ging ich zu einem Ball ins Palais d'Orsay. Es war wunderbar und ich habe es sehr genossen. Ich hatte eine gute Zeit und verliebte mich auf den ersten Blick in einen jungen Muslimen aus Afghanistan, der seinen Film in Jews bald machen wird. Er ist so ein schöner junger Mann, wie ich noch nie zuvor je einen gesehen habe. Ich habe mich in ihn verliebt und begann zu überlegen, wie es sein würde, ihn zu heiraten. Paris, 25. Dezember 1952. Ich ging um 5 Uhr schlafen und stand um 10 Uhr auf. Schwindelig. Ich bin verliebt und den ganzen Tag mit der fantastischen Idee, den jungen Mann aus Afghanistan zu heiraten. Ich besuchte die Familie Autier mit all den Leuten, mit all den hässlichen, lustigen Gesichtern. Es machte mich schwindelig. Menschen sind so erstaunlich, wie von denselben Eltern 7 Kinder komplett unterschiedlich sein können. Ein Wunder der Natur. Dann ging ich in mein Hotel, um zu malen. Mir war wieder übel. Dann traf ich den Schriftsteller Mr. Villa. Er war wütend auf mich und konnte mir nicht verzeihen. Er wollte nicht glauben, dass mir erneut übel war. Er glaubte, dass ich dieses Mal, wie auch beim letzten Mal, als er mich lieben und besitzen wollte, eine Ausrede erfand. Er war ganz wütend. Jedenfalls ging ich schlafen. Paris, 26. Dezember 1952. In der Früh kommt der junge Autier zu mir, 21 Jahre. Ich dachte, sein Porträt zu malen, aber er hatte es sich anders überlegt. Ich zeigte ihm meine Bilder, aber er sagte gar nichts dazu. Seine ganze Art stimmte mich unendlich traurig. Den ganzen Tag sagte ich zu mir, wozu male ich? Wozu alles? Und ich war mit so einem kranken Gefühl durchdrungen, noch dazu, dass ich keine Nachricht habe, weder von Harry noch von Victor und nicht weiß, ob sie am 30. Dezember kommen oder ich wieder Enttäuschungen erleben werde, von denen ich schon mehr als genug in meinem Leben erlebt habe. Nun, dann machte ich eine gründliche Ordnung mit allen meinen Sachen, vor allem Kleider waschen und stopfen. Auch ging ich meinen Pass verlängern. War beim Friseur und dachte um 5 Uhr meinen schönen Prinzen aus Afghanistan zu sehen im Café Dom. Aber er war nicht dort. War sehr enttäuscht und traf Mane Katz stattdessen. Er sah sehr traurig aus. Er sagte mir nur, er will seine Staffelei zurückholen. Weiter nichts. Nur, dass er wegfährt. Dann ging ich wieder nach Hause. Ja, diese Atmosphäre im Café Dom.
Die Künstler sitzen herum und trinken ihren Kaffee oder Wein, wissen nicht, warum sie arbeiten oder warum sie leben und für wen sie arbeiten. Man lebt in den Tag, existiert von Tag zu Tag. La Bohème. Jetzt, im Jahr 1952, mit all der abstrakten Malerei, die vor sich geht, diese ganze Atmosphäre ist so krankhaft, wie die Künstler im Café Dom herumsitzen. Es macht einen krank. Es ist ein Ausdruck der kranken Gesellschaft, in der wir leben. 1952, wo ein anderer Krieg in der Luft hängt. Die Gesellschaft fällt auseinander. Ich werde mehr in der Bhagavad Gita lesen, wo steht, Happiness is within you. When you have peace within your mind and soul. Die Männer, die mich in meinem Leben am meisten beeindruckten, Eric Cook, London, als ich 13 Jahre alt war. Er war ein englischer Poet, Journalist, Sozialist. Beyes Afroin, mein Ehemann, Maler, Bildhauer, Kommunist. Toledano, mexikanischer kommunistischer Arbeiterführer. Wassili Kuznetsov, sowjetischer Delegationsleiter und in der Arbeitervereinigung. Arnold Schönberg, österreichischer Komponist. Viktor Kutten, Chemiker, Ökonom, Schriftsteller, Industrieller. Der Mann, der alles hatte und alles verlor. Familie, Fabriken, Vermögen. Der mich in Israel rettete und nach meinem Ehemann mich beriet. Ich liebe ihn. Aber seine Krankheit und Schicksal machen es unmöglich, ihn zu heiraten. Sir Radhakrishnan, indischer Philosoph und Staatsmann. Picasso, Künstler. Paris, 27. Dezember 1952. Am Morgen kam der Schriftsteller Mr. Vela zu mir. Ich war noch im Bett und borgte ihm 1000 Franc. Er wollte mich lieben. Er kam diesen Morgen, um nochmals für mich Modell zu stehen. Dann aßen wir mittags im Vajra. Anschließend traf ich Lilly Gottfried, sah einige Ausstellungen, ging ins Café Dom, wo ich polnische und israelische Künstler traf, wartete auf den Jungen aus Afghanistan, der nie kam. Dann rief mich einer der Inder an und wir gingen in ein japanisches Restaurant. Anschließend gingen wir in seine Wohnung. Er versuchte, mich nie zu küssen oder sonst was. Er machte Kaffee für uns beide und wir lasen uns gegenseitig aus den Händen. Er war ein junger Mann, 30 Jahre, lebt sehr diszipliniert, übt Karma, übt sich als Schriftsteller und ist verliebt in eine verheiratete Amerikanerin, die einen Sohn hat. Anyway,
Ich sagte ihm, er müsse in die USA gehen. Er sagte mir, ich werde mich nicht verlieben, bevor ich 32 Jahre alt bin. Well, wenn das so ist, sollte ich Harry jetzt heiraten und weitermalen und nächstes Jahr nach Indien gehen. Gestern habe ich eine Wahrheit erkannt, wieso ich mich nie in einen jungen Mann verliebe, aber immer in ältere Männer. Ein junger Mann braucht eine Frau, die ihm hilft, sich zu entwickeln, ihm alles gibt. Ich brauche einen Ehemann, der die Mittel und das Verständnis hat, der mir helfen kann, mich zu entwickeln. Ich habe immer noch das Bedürfnis und fühle die Notwendigkeit, bis zum Äußersten mich zu entwickeln. Das ist, warum Eric, Bass, Victor so eine starke Faszination für mich hatten. Ich kann nicht und ich will nicht nur eine Hausfrau oder eine Society Lady sein, die Karten spielt. Meine innere Natur rebelliert und ist ruhelos. Das ist die Wahrheit und so versuche ich zu fliehen. Im Unterbewusstsein will ich mich mit keinem Mann binden. Das ist der wahre Grund, warum etwas in mir sich immer entfalten und entwickeln muss, bis zum Äußersten. Das ist die Wahrheit und der wahre Grund. Ich wollte immer, seitdem ich 8 Jahre alt war, nur malen, schreiben, reisen und die Welt erforschen. Das ist meine Motivation. Nur wenn man den inneren Drang hat, etwas zu kreieren, soll man es auch tun, besonders bei kreativer Arbeit. Es ist etwas in unserer Natur, welche nach Erfüllung und Entwicklung verlangt, so wie eine Blume blühen muss. Das ist das Mysterium des Lebens und die Schönheit der Natur in allem. Du musst hören, verstehen, die Stimme in dir. Das Programm hatte ich schon gesehen, aber ich war sehr glücklich, mit Victor zu sein. Ich liebe ihn wirklich. Nach 2 Jahren Warten, Trennung und Wiedertreffen, ich fühle, als ob wir eins sind und er ein Teil von mir, so wie Amos. Er liebt mich wie eine Ehefrau, so wie sein Kind. Er fühlt sich alleine in dieser Welt und hat nur mich. Er sagte, ja, ich möchte dich heiraten, aber ich kann nicht die Verantwortung tragen, falls mir etwas passiert. Aber alles, was ich besitze, sollst du erben. Geh und heirate, Harry Frankel. Die Hauptsache ist, dass du abgesichert bist. Ich fühlte, als ob Gott mir diesen Mann geschickt hat, mir den Weg zu zeigen, als ich verloren war in der Wildnis in Israel und mir auch weiterhin den Weg zeigen wird. Er leitet und lehrt mich, was ich tun soll. Und in meiner Liebe zu ihm akzeptiere ich alles und nehme seinen Rat, weil ich fühle, dass er mich liebt wie eine Tochter und wie seine Frau. Er hat mir auch geraten, Harry Frankel zu heiraten, wenn der noch will. Das ist die Realität in der Welt, in der wir leben. Und ich fühle und glaube, es ist nur ein Teil der Realität von einem großen Unbekannten. Das fühle ich in mir. Und alles, was mir zustößt, ist Schicksal. Wie in der Hindu-Philosophie, es ist alles ein Teil der Wahrheit, der Wissenschaft und der Seele in allem, was lebt. Kunst ist Ausdruck des ganzen Ichs, während die Wissenschaft im normalen Gebrauch ein Ausdruck eines Teils des Ichs ist. Alle Kunst ist der Ausdruck von Erfahrung in einem Medium. Die Erfahrung ist umhüllt mit Formen, die unsere Emotionen durch unsere Wahrnehmung aufnimmt. Skulpturen haben als Medium Stein und Marmor, Gemälde haben Farben, Musik hat Geräusche und poetische Wörter. Durch die Arbeit in der Kunst werden neue Erfahrungen ausgelöst und der Betrachter wird ein geheimer Teilhaber der Gedanken des Schöpfers. Paris, 4. Januar 1953.
Heute blieb ich den ganzen Tag im Atelier und malte. Am Abend kam ein anderer Künstler, um meine Arbeit anzusehen und zu kritisieren. Er riet mir, noch keine Ausstellung zu machen. Er sagte, ich habe Talent, aber meine Technik ist unmöglich. Er sagte mir, ich solle zu Mane Katz studieren gehen. Ich werde viel von ihm lernen. Er hat mich sehr entmutigt. Aber dann kam Lilli Gottfried und hat mir wieder Mut gemacht. Wir gingen runter, kauften Hering, Brot und Käse und machten einen Tee im Atelier. Dann habe ich mich schnell umgezogen, denn ich dachte, ich werde den Jungen von Afghanistan treffen. Aber er kam nicht. Stattdessen lernte ich einen Hindu-Schriftsteller kennen, Malk Raj Anand. Ich habe ihn schon im November 1941 getroffen und war sehr froh, ihn wiederzusehen. Er erzählte mir, dass Holger Amado nach mir gefragt hat, aber niemand wusste, wo ich bin. Ich sagte ihm, dass ich Amado gerne wiedersehen möchte und schüttete dabei den Kaffee aus. Ich erzählte auch, dass Roy Valgano ein Freund von mir ist und dass ich noch Reisepläne nach Indien habe. Er sagte mir, Indien ist ein sehr grausames Land und ich sollte mich nicht täuschen lassen von dem, was Leute erzählen. Er meinte, so wie ich bin, wäre es unmöglich, dort zu leben und meine Augen zu verschließen vor dem Leid der Menschen, auch wenn ich bei Millionären leben würde. Nachdem ich mich von ihm verabschiedete, bin ich stundenlang spazieren gegangen und habe nachgedacht. Paris, 5. Januar 1953. Heute hatte ich keine Lust, irgendetwas zu machen, nur zu liegen und nachzudenken über die Welt, in der ich lebe. Das echte Leben der Menschheit ist ein Existenzkampf, der alles Leben dominiert, von der Politik angefangen bis zu dem Alltagskampf für Reich und Arm. Unbewusst, manchmal bewusst, wird alles im Leben dominiert. Es besser zu haben, alles dreht sich um den Magen und Sex. Genau wie auch Victor mir sagte, ich liebe dich und ich möchte mit dir sein, aber ich kann es mir nicht leisten, dir Sicherheit zu geben. Das ist der Grund, warum ich nach Paris kam, um es dir zu sagen. Sei vernünftig, habe keine Fantasien. Du bist jung und du musst dich absichern. Heirate einen reichen Mann. Ich dachte nur, ein Mann, der mir dieses Jahr wirklich gefiel, war Jorge Amado. Aber alles kam anders, als ich erwartete. Amado ist wieder nach Rio de Janeiro zurückgekehrt. Victor war sehr krank und ich bin nun alleine in Paris. Dann denke ich über Harry Frankel nach und entschloss mich, ihn zu heiraten, um mich abzusichern und Amos. Um 4 Uhr nachmittags ging ich runter etwas essen und traf einen jungen österreichischen Schriftsteller, der ein ungewolltes Kind war und eine verrückte Liebesaffäre mit einer schwedischen Künstlerin hat und jetzt eine Frau sucht, die ihn unterstützen kann. Er hat mich in irgendeiner Weise angezogen, aber er kämpft noch so wie ich. Doch ich fühle, ich könnte glücklicher sein mit einem Schriftsteller als mit jemand anderem. Autoren haben mich immer angezogen. Und mit einem Autor kann ich überall hinreisen und ein frohes Leben in einem kleinen spanischen Dorf haben. Aber zuerst muss ich einen Namen haben und meine Bilder verkaufen. Und er seine Bücher. Well, ich muss mich in der Kunst entwickeln in den nächsten 10 Jahren und mich in Ruhe entwickeln. Auch ein Heim für Amos für die nächsten 10 Jahre, dass er auch weiß, er ist mein Sohn und ich ihn liebe und dass er nicht bei fremden Leuten aufwächst. In 10 Jahren werde ich 35 Jahre alt sein und Amos 16. Ich sollte Harry Frankel heiraten, wenn er mir die Möglichkeit gibt. Ich kann mir nicht leisten, einen armen, jungen Mann zu lieben. Nicht jetzt, auch will ich keine Kinder mehr. Es ist zu viel Verantwortung, kostet viel Geld und würde mein ganzes Leben vereinnahmen. Ich will mich
in der Malerei entwickeln als Frau. Gut gekleidet, respektiert und bekannt. Ich will reisen und die Welt sehen, nicht in einem Haus stecken und nicht in einer Tagesroutine begraben sein, ein Sklave meiner eigenen Familie. Ich möchte mein Leben genießen. Und das ist schwer. Ich will zu viel. Ich will Harry Frankl heiraten. Er ist jetzt der richtige Mann für mich. Ich fühle und weiß es. In 10 Jahren werde ich weiterentwickelt sein und dann werden wir weitersehen. Oder ich fahre nach Indien und schaue, was es mir bietet. Paris, 6. Januar 1953. Heute übersiedelte ich von Nummer 52 auf Nummer 58 in die Rue de la Grande Chaumière. Ich bin traurig und müde und einsam und bin neugierig, was das Leben mir hier bringen wird. Paris, 7. Januar 1953. Ich arbeite an einigen Bildern, war im Vajra essen und dann schwimmen im American Club auf dem Boulevard Rabai. Es war ein eiskalter Tag, dann malte ich ein Modell und hatte Kaffee im Café Select mit einigen Künstlern und Schriftstellern. Ich gehe jetzt schlafen, bin etwas angewidert und frage mich, was sein wird. Und seit Harry Frankl weg ist, habe ich ein komisches Gefühl. Jetzt lese ich An Idealist View of Life von Sir Radhakrishna und dann schlafen. Paris, 8. Januar 1953. Ich war den ganzen Tag müde und angeekelt von allem, war in der Grande Chaumière zeichnen, mittags in Vajra. Dort lernte ich einen indischen Kunststudenten Krishna kennen. Mit einem schönen Gesicht. Er kam zu mir, um meine Bilder zu sehen. Er wollte mich küssen. Dann malte ich einen Fisch auf einen Teller, aß etwas und besuchte Lilli Gottfried. Ihr Leben ist ähnlich zu meinem. Ging zurück nach Hause und wollte eigentlich schlafen gehen. Aber erhielt einen Anruf von meinem schönen Prinzen aus Afghanistan. So trafen wir uns und hatten ein langes Gespräch. Er schreibt gerade seine Abschlussarbeit. Er glaubt, es wird einen Krieg geben, einen Klassenkrieg. Er wird gehen um Kommunismus und Kapitalismus. Dort wird die Wahrheit liegen. Dann küsste ich ihm eine gute Nacht im Auto. Eigentlich gefällt er mir sehr. Es tut mir leid, dass er verheiratet ist. Im Café Dom ist wieder eine sehr kranke Atmosphäre. Alle Künstler sitzen herum und warten wie auf einem Bahnhof und wissen nicht, warum sie existieren und malen abstrakte Kunst. Da ist ein ägyptischer Künstler mit Bart. Er erzählt mir, dass er auf Allah wartet und auf ein Studio. Ein Hindu-Künstler, Said, sagt, du musst Dinge machen von der Minute an, wenn du geboren wirst. Das ist Leben. Und du musst zum Herzen der Dinge kommen. Dann hast du das Ganze und arbeite, weil du es liebst. Erwarte keine Früchte davon. Aber die meisten im Café Dom und Café Select essen von 200 Francs oder weniger, leben in schmutzigen Löchern und sitzen die ganze Zeit herum. Wenn man in ihre Gesichter schaut und die Atmosphäre atmet, dann ist es nach einiger Zeit wie mit Drogen. Sie gehen in dich hinein, du vergisst die ganze Welt. Übelkeit. Es macht dich krank. Sie sind alle mental krank, ausgestoßen von der Gesellschaft. Der Künstler ist frei. Hunger. Abstrakt malen. Kunst der Kunst wegen. Und sie kommen von allen Teilen der Welt, sitzen herum im Café Dom und teilen dasselbe Schicksal. Wenige werden groß und erhaben. Aber es ist das, was er in sich hat, der Künstler. Seinen Charakter und sein Glück. Thank you.
Paris, 11. Januar 1953. Heute Morgen fühlte ich mich komisch. Irgendwie denke ich immer an Harry Frankel und ob wir heiraten werden. Ich malte heute, traf einen amerikanischen Künstler. Er wollte mit mir schlafen, aber ich sagte nein. Er will Sex und irgendeine Frau. Und das ist die traurige Welt, in der wir heute leben. Die Künstler sind Ausgestoßene. Eine kleine, sehr reiche Klasse, die selbst in Schwierigkeiten steckt. Jetzt gehe ich den Ehrenberg und seine Frau besuchen. Sie war in Auschwitz und hat eine Nummer auf ihrem Arm tätowiert. Sie scheinen eine liebe, glückliche Familie zu sein mit ihren zwei Kindern, scheinen sehr verliebt. Es kamen noch zwei Freunde und so blieb ich und redete vielleicht zu viel, aber ich fühlte mich wichtig. Dadurch kam ich zu spät zu einem Treffen mit dem amerikanischen Künstler und ich dachte, er würde mir einen Zettel hinterlassen und das ist genau das, was er tat. Ich hatte kein Abendessen und malte bis spät in den Abend und dann rief er mich doch noch an. Er blieb bis Mitternacht. Er ist auch 25 Jahre alt, sieht gut aus und ist armenischen Ursprungs. Es war sehr schön mit ihm und ich fühlte mich sehr wohl mit ihm. Ich fühlte, er ist so wie ich, ein Maler. Er reist gerne, liebt das Leben und braucht Liebe. Aber wir haben beide kein Geld, sonst könnte ich ihn heiraten und glücklich mit ihm sein. Wir mögen beide dieselben Sachen. Das ist die furchtbare Wahrheit. Er erzählte mir, dass er einmal mit einer Prostituierten war. Aber es war so furchtbar, dass er danach psychische Probleme hatte. Es fühlte sich rein und schön an. Ich spürte in mir, wenn ich mit Mr. Stern zusammen war, dass ich mich auch verkaufte, nur für kein Geld. Es machte mich weinend und ich weinte in seinen Armen. Paris, 13. Januar 1953. Mr. Stern rief mich an, ging in die Grand Chaumière zum Malen und mittags ins Vajra. Krishna Reddy stand Modell. Er ist ein indischer Bildhauer. Ich malte sein Porträt. Er sagt, du musst leben. Jeder Moment heißt leben. Wir philosophierten. Ich bin neugierig, was aus dem Jungen wird. Ich glaube, er wird ein großer indischer Künstler in Indien. Abends essen im Vajra und im Hotel Jean Klein treffen, den tschechischen Komponisten. Er will nach Tibet gehen, in ein Kloster. Ich schrieb noch Briefe an Amos und Mutter. Paris, 17. Januar 1953. Gestern war ich im Grand Chaumière bei Georges und habe das Bild fertiggestellt. Dann essen und danach ins Hotel, wo Krishna Reddy zu mir kam. Dann ging ich zu einer Freundin meiner Mutter. Sie soll meine Mutter beeinflussen. Ich ging nach Hause, Kalenka kam zu mir. Wir haben zusammen gemalt und er sagte, er hat das Gefühl, dass ich noch viel leiden werde und zweimal in Lebensgefahr sein werde und dass ein Krieg kommen wird durch einen Zufall. Auf dem Weg nach Hause kaufte ich mir eine Zeitung und las, dass Otto und Walter verhaftet wurden. Das gab mir einen großen Schock, speziell nachdem ich all diese Gerichtsprozesse in Moskau und in der DDR verfolgte. Ich befürchte einen Krieg, der furchtbar sein wird, der Revolutionen überall auf der Welt mit sich bringen wird. Mein armer, kleiner Amos. Ich muss Harry Frankel heiraten und ihm eine brave Frau sein und weitermalen. Paris, 24. Januar 1953. Als ich meine Augen öffnete, dachte ich an die Worte von Krishna Reddy von Tagore. Birds get up early at dawn, not caring for anything. So setzte ich mich nieder und malte genau dieses Thema. Dann kam Krishna ganz unerwartet, total in mich verliebt. Er ist so ein hübscher, kleiner Elefantenjunge, direkt aus dem Dschungel aus Indien, voller Elan und ein guter Künstler, voller Freude, Poesie, Leben. Ich mag ihn wirklich und seine Gesellschaft. Well, dann hatten wir gemeinsam Lunch. Ich habe mich schön angezogen, um die Dinkras zu besuchen. Krishna sagte mir noch, er hat einen Job bekommen. Er soll ein Buch über die indische Philosophie schreiben. Für die Universität in Jerusalem. Auf dem Weg habe ich mich entschlossen, dass ich Harry Frankel heirate, eine Ausstellung machen werde und nächstes Jahr nach Indien fahren werde. Wir werden sehen, was das Schicksal bringen wird. Paris, 26. Januar 1953. Oh mein Gott, so viele scheinen sich in mich zu verlieben. Dabei brauche ich nur einen Mann, den ich auch lieben kann.
Doch die Männer, die ich mag und die mich interessieren, sind alle verheiratet. Bitte schick mir meinen Mann. Paris, 27. Januar 1953. Heute kommt mein Vater. I hope I can handle him correctly. Ich hoffe, ich bekomme das, was ich möchte. Geld und Unabhängigkeit. Ich war bei der Ausstellung eines indonesischen Künstlers, wurde hingebracht von einem indonesischen Delegierten und einem Fan der Kunst, was mir sehr gefiel. Ich habe ihn und Krishna Reddy eingeladen, mich zu besuchen. Krishnas Bilder und sein Leben inspirieren mich wirklich. Dann schnelles Lunch mit Leo Ehrenberg, kleiner polnischer Geschäftsmann mit keinem Verständnis von Kunst, sprach mit ihm, aber er gab mir nur eine Idee, hat dasselbe Unverständnis von Leben wie mein Vater. Habe einige Galerien besucht, auch Galerie André Weil. Dann holte ich zwei Briefe bei American Express ab, die auf mich warteten von Base. Er liebt mich noch immer und ich habe ihm nichts vorzuwerfen, außer dass er für uns als Familie nicht sorgen konnte. Ansonsten haben wir uns immer gut verstanden. Er versuchte sein Bestes. Irgendwann werde ich ihn wiedersehen. Dann traf ich meinen Vater, der ein Herz aus Stein hat, was mich jederzeit zittern lässt. Anyway, ich beantwortete seine Fragen. Er wunderte sich, warum ich nicht eine Geschlechtskrankheit in Paris bekommen habe. Anyway, er will mich loswerden. Er liebte mich nie. Ich zeigte ihm meine Wohnung. Wir aßen in La Coupole für viel Geld. Und dann ging er ins Grand Hotel zurück. Dann sah ich Lilly Gottfried, sie hatte zwei Jungs in ihrem Zimmer und sagte mir, sie wird mit ihnen nach Israel gehen, um einen Film zu drehen. Ich bewundere ihren Optimismus. Ich lese in der Zeitung und sehe, dass der Dritte Weltkrieg vorbereitet wird. Ich muss irgendetwas tun. Mein Vater möchte, dass ich Harry Frankel heirate, auch wenn ich ihn nicht liebe. Das ist die traurige Tatsache dieser Welt. Geld regiert die Welt und die Welt dreht sich um den Magen. Auch die Liebe, auch der Krieg. Für die Kunst und die Seele bleibt nichts übrig, denn Geld regiert die Welt. Thank you.
und auch bei unseren brasilianischen Touristen ein Nutzen für Rente.